Hey! Hey! Hey, was geht? Entschuldigung, sind Sie jetzt ein Cousin? Blasen 30 Euro. Dingo, Bruder, erstmal. Was geht? Was geht bei dir? Ich freue mich. Ja, ich Killer, Alter. Fetter Wagen, du willst, ja, ja, das ist fetter Wagen, ne? Fetter Hotel und so, ne? Läuft bei dir. Bruder, du weißt Leben halt. So spontan, wie wir uns jetzt treffen, so spontan habe ich eigentlich gar nichts vorbereitet. Wir fahren jetzt einfach durch die Gegend. Okay, ich kenne das, Bruder. Jetzt sind wir bei uns einfach chillen. Okay. Ach, chillen. Ey, wir chillen jetzt, Leute. Was geht? Aber jetzt fahr mal eine Straße weiter wegen. Okay, wegen, du meinst wegen 30 Euro und so. Früher haben wir das oft gemacht. Wenn einer so Auto hatte, ein Wochenende vom Vater, dann immer so alle Fenster unten, auch im Winter, minus 17 Grad. Dein Gesicht ist so halber eingefroren. So, hey, was geht da? Ne? Und dann immer so fünf Typen im Auto. Als ob dann ein Mädchen sagt, kann ich mich noch einquetschen? Ja. Oder ich wäre ausgestiegen und hätte so die Reifen abgestochen. Also, so, wenn ich nicht check, dann niemand. Ey, ich finde deinen Shownamen cool, Alter. Spontaneous. Spontaneous, finde ich richtig fett. Spontaneous existierte schon ein bisschen länger. Weil du kannst ja mit meinem Namen tatsächlich eine Menge machen, ohne dass ich das damals wusste. Moruk, warum guckst du mit? Du guckst genauso, als würdest du, ja, auch mit. Bruder, als wärst du Fahrprüfer, gell? Ja. Der guckt genauso. Bruder, aber wirklich, ich habe ganz kurz dir nicht vertraut. Also. Ey, warte. Ich glaube, wir haben die Kripo links neben uns. Guck mal, die bleiben auch stehen. Was ist los mit denen, Alter? Was machen die? Ey, was soll die Scheiße? Warum filmt ihr uns? Mach die Kamera aus, du Fischer. Mach die Kamera aus! Los, Alter. Mach die Kamera aus! Ey, mach die Kamera aus, du Arsch! Aber können wir zwei Big Mac? Wir fahren in Drive-In. Ja, Mann, Alter. Das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, wenn der überholt ist und dann kommt er neben dich und du machst nur so. Und du lachst einfach nur so, weil der richtig voll auf. wenn ich so jemanden überhole oder die wollen überholen, dann ziehst du rüber. Und dann trinke ich so extra so Cola, weißt du? Richtig mit dem Blick so. Basta. Aber hey, was soll ich machen? Der denkt auch an Coca-Cola-Slogan. Taste the feeling. I'm an Coca-Cola, taste the feeling. Ja, Mann, Alter. Aber früher war you can't beat the feeling. Stimmt, you can't beat the feeling. Ja, Mann. Die Werbung von damals war sowieso besser. Ja, Mann, wo dieser gut aussehende Typ, Alter, dieser Afroamerikaner so im Bus eingestiegen ist, voll der Player mit so Kopfhörer. Boah, und dann hat er so. Und dann hat er so gesungen und ich so. Das bin ich. Aber ich könnte auch checken, wenn ich. Kennst du so Typen, Alter, die du so anguckst, du so, warum ist bei dem die DNA perfekt? Und bei ich mir? Mach alles, was nur geht und so, warum kriegst du denn seinen Sixpack? Ja, Bruder, bei mir haben die so ein paar DNA-Stränge, haben die so vergessen einfach. Oder die haben so gesagt, kennst du bei Lego, wenn so am Ende so 5, 6 Steine übrig bleiben und die sagen so, egal, scheiß drauf. Das bin ich, Bruder. Geht bei dir, was geht, Bruder, alles gut? Hast du gesehen? Hat mir den Mittelfinger gezeigt! Jetzt müssen wir warten und einfach nur lachen. Guck mal, der guckt sogar nach unten auf den Boden. Natürlich, Bruder. Weil der hat den Stinkefinger gezeigt, dann hat er aber erst danach gesehen, scheiße Ampelrot. Und dann ist er erst in seinem Gehirn kam das Kino. Okay, wenn ich jetzt 7 km/h schneller laufe, Bruder, dann ist meine Entfernung zum Thema Querschnittslähmung wird immer geringer, so, weißt? Guck mal, aber die sind auch die besten. Guck mal, jetzt nervös machen. Bleib einfach so stehen. Hey. Bleib so stehen. Hi, hallo. Hi, kein Problem. Hallo, ist kein Problem. Hallo. Nee, wir sind von der Kriminalpolizei. Spaß, ey, alles gut. Hey, wir fahren weiter. Hau rein, mach's gut. Bye, bye. Okay. Bruder, ich habe in Griechenland gelebt. Wie, du hast in Griechenland gelebt? Ja, halbes Jahr habe ich in Griechenland gelebt. Das wissen viele nicht. Por qué? Oder wie sagt man auf Griechisch? Warum? Warum? Why? Weil, nee, ich hatte damals eine Freundin dort in Griechenland. Die war Stewardess bei Olympic Airlines. Und du bist direkt eingezogen? Nee, Brudi, die ist erstmal hierher gekommen und dann sind wir für eine lange Zeit runtergegangen. War echt cool, aber in Athen haben die gelebt. Athena. Und richtig cool. Damals war Athen richtig geil. Jetzt ist es ein bisschen heruntergekommen. Ist so? Ja, Bruder, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise und so. Das ist schon hart so. Aber wie schaffen wir das? Das Leben ist so hart und die aktuelle Situation ist echt nicht einfach, ne? Ja. Warum lachen wir so viel? Bruder, Komik ist Tragik in Spiegelschrift.
wir Menschen, wow, wir schaffen, okay, es immer mit, also das war schon immer so, seit Menschheitsgedenken, dass wir auf, mit der Comedy oder an sich mit Lachen die Tragödie verarbeiten. Viele denken immer, man macht sich über diese Person lustig oder über diese Situation, aber bestimmt nicht. Es geht einfach nur um die Tragfähigkeit deiner Seele und deiner Psyche. Und so funktioniert ja Comedy. Du lenkst die Leute in eine Richtung und auf einmal kommt, bam, kommt so eine Kehrtwende und deswegen lachst du. Psychologisch gesehen ist Lachen eine Enttäuschung. Du, weil man lenkt dich ja immer in eine Ecke. Okay, der Satz ist echt hart. Ja. Weil psychologisch gesehen, als Kölner hat man übrigens das ein Problem mit psychologisch. Wir sagen psychologisch. 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 In Psychologie. Eigentlich kommt das fast aus dem Türkischen. Psychologisch. 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 Wie war nochmal der Satz? Weil dieses Lachen ist im Prinzip die Tragik auszulachen. Nee. Nee, Komik ist Tragik in Spiegelschrift. Nee, der letzte Satz, den du gerade gemacht hast, so mit diesem... Also, das, ja, Bruder. Das ist eine Enttäuschung, weil... Ja, du lachst, die Kehrtwende. Man lenkt dich in eine Richtung, als Comedian machst du immer so, du erzählst eine Geschichte und die Leute denken, jetzt geht's in die Richtung. Ja. Und dann, und auf einmal kommt, bam, diese Kehrtwende. Und dann kommt eine Enttäuschung. Und da ist diese Gratwanderung zwischen Schmunzeln, hahaha, und das fand ich jetzt nicht lustig, ist hauchdünn. Aber Lachen verbindet, Brudi. Das ist das Geilste am Theater. Ich liebe das so, wenn das Licht ausgeht, weil ich sehe ja die Zuschauer nicht. Hautfarbe, Religion, Sexualität, alles scheißegal. Du hörst nur Lachen und dann sagst du so, gib ihm. Wir fahren jetzt auf jeden Fall, Maggie, wir fahren auf in McDrive. Bruder. Und du bestellst? Ich bin so gespannt, was du isst. Aber hey, warte, Bruder. Ja, auf jeden Fall, ich lade dich ein. Bei Essen, doch, Bruder. Ich habe zuerst gesagt, ey, Digga, du bist... Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Das ich lade dich egal. Nein, Bruder. Guck mal, ich lade dich jetzt ein. Ich habe zuerst gefragt. Guck mal, es gibt eine türkische Regel. Scheiße, die heißt, der zuerst sagt, oder ja, was? Ja, Bruder, wer zuerst gesagt hat, der zahlt zuerst. Es gibt eine türkische Regel, so, die heißt, Komik in Spiegelschrift ist gleich zahl du jetzt. Also. Was willst du für ein Ding essen? Sollen wir einen Kleinburger essen? Wie bestellen wir das? Bestell bitte mit dem Akzent, Alter. Ja, mach. Ja, so Kali nicht, hallo, ich wollte bestellen eine Menü. Ein Menü bitte. Hallo? Ja, eine, hören Sie mich? Ja, welches Menü? Ich esse eine Hamburger Royal Käse Menü. Cool und Ketchup? Oschi, nur mit Coca-Cola Zero. Cola Zero? Kommt noch was dazu? Ja, was willst du? Ja, du hast deinen Akzent verändert. Ja, Bruder, weil wir untereinander reden. Okay. Ich nehme auch ein Menü und zwar, ich würde ein Big Mac Menü nehmen, bitte. Wow, Big Mac ist Killer. Ich nehme Cola und Ketchup. Cola auch? Coke Zero, Ketchup und Mayo und extra Chicken Nuggets. Spicy Chicken Nuggets. 9 Stück. Bitte. Bitte, Sarah? Ja. Ja. Oh mein Gott, mach Schwein, süß sauer. Gib mir einen Touch an Papier. Komm noch was dazu. Das ist alles. Das ist alles. Jetzt war's im Schwäbisch. Super, dankeschön. Ey, Brudi, nein, auf gar keinen Fall, hör auf. Ich will keine Karte bezahlen. Bitte nehmen Sie, seine Karte nicht. Doch. Hilfe, ich werde hier gefangen gehalten. Nein, hier, bitte. Ich hab schon, Bruder, nein, bitte, nein. Guck mal, bitte, diese Stange. Bitte. Können Sie ganz kurz noch mehr reinschieben? Welche Karte als erstes? Können Sie das Ding noch ein bisschen mehr anschieben? Nein, ich kann das aber oben drauf legen. Hör auf jetzt. Danke. Ja, ich hab gewonnen, Alter. Ja. Ist nicht gedeckt. Du bist ein Arsch, Alter! Ich will jetzt gar nichts mehr essen. Ein Türke, dem geht's nur um diesen Prozess so zu zahlen. Der Rest ist egal. Vorsicht, Bruder, du fährst gleich gegen die Stange. Hi! Wissen Sie zufällig, wer das ist? Nein, wissen Sie zufällig, wer das ist? Das ist der Comedian Özcan Kosa. Beide? Ihr kennt uns beide! Dankeschön! Ihnen bleiben Sie gesund! Wir haben Sie lieb! Ciao! Bye, tschüss! Wow, so eine tolle Frau, wow, gell? Voll aufmerksam. Und hast du gemerkt, voll die nett, hat kein Herz gebrochen, Alter. Ey, die war so, ich kenne euch beide. Ja. Eigentlich hat sie, innerlich hat sie sich gedacht, so, ist mir doch scheißegal, wer ihr seid. Nehmt eure Burger und verpisst euch. Aber guck mal, wie höflich sie war, gell? Ja, gib mal her, gib mir mal die Tüte, Alter. Ey, Jungs! Erkennt ihr ihn wieder? Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Comedian Özcan Kosa! Der Rapper Enno. Enno!
Ja, Mann, Enno! Er ist Enno, ich bin Ferro! Der ist Ratar, du bist. Ich bin Ratar und das ist SSCO, Alter. Ratar? Und das ist. Ich stotter euch oder was? Ey, Bruder, sag mal, ey, Ratar, hast du gehört? Ich bin Snoop Dogg, Alter. Was seid ihr für Landsmänner? Ich bin Kurde. Ich bin Iraker. Und du? Das nennt man Völkerverständigung. Das ist Alter, die neue Generation. Kommt ein Türke. Aber warte, bist du Kurmanji-Kurde oder Zaza? Navete Chie? Kerem. Kerem, mashallah, Bruder. Haut rein, Jungs. Ja, und damit habt ihr mich jetzt diskriminiert. Nur weil ich jetzt nicht mehr bekommen habe, was ihr geredet habt. Macht's gut, Jungs. Ciao. Ich bin Snoop Dogg. Alter, Killer. Hast du gesehen, wie frech die waren? Diese, du bist gerade da. Und aber Bruder, so waren wir doch auch. Wann hast du das letzte Mal während des Autofahrens gegessen? Ich bin der Killer. Ey, wir machen das jetzt auch. Deswegen mache ich jetzt so Special Force. Ja, man, mach Special Force. Ich mache eine Tüte. Wenn du sagst Pommes, gebe ich dir die Pommes-Tüte. Und dann langst du rein und da ist einfach nur Pommes drin, Bruder. Weil guck mal, ich baue uns das jetzt so auf und das ist das Geile bei Automatik. Alter, Chicken Nuggets, ich schwöre dir. Ich habe das noch nie gegessen, Bruder. Die schaffen. Die sind scharf, Alter. Killer oder was? Ja, Mann. Ich glaube. Ich habe die auch noch nie gegessen. Soll ich das auch dazu oder einfach so? Ah, ja, ist egal. Ja. Und? Wie so ein Gourmet, der gerade so seine Punkte verteilt. Nein, Bruder, ich sag dir, was sie gemacht haben. Scharf, ja, aber ich sag dir, was sie gemacht haben. Was haben wir gemacht? Die waren bei KFC und haben diese Hot Wings gegessen und waren so, das machen wir auch. Du bist ein sehr guter Freund von einem Freund von mir. So haben wir uns ja eigentlich durch Zufall kennengelernt. Ja, Mann! DJ IC, der Chris. Raus, DJ IC! Man. Er hat zu mir damals gesagt, so, hey, ich bin mit Amius und so unterwegs. So, wer ist Amius und so? Also, hey, der Moderator hier von Höhle der Löwen. Und so. Und weißt du, wann ich dich das erste Mal gesehen habe? Bei diesem geilen Projekt, wo es um Rassismus ging. Boah, krass, Mann, Alter. Der Rassist. Mit den blauen Augen, mit den blauen Augen, mit den braunen Augen. Ja. Das war so geil. Und dann habe ich dich so gesehen. Dann habe ich mir gedacht, so, okay, der Typ ist richtig Fernsehface. Das war wirklich das Erste, krass, was ich gedacht habe. Das war der Anfang, ne? Ja, ich weiß. Das war wirklich der Anfang. Ich weiß. Und dann habe ich dich so gesehen, ich so, kennst du das so, wo du denkst so, so ein Wichser. Nein, weil du kommst wirklich gut rüber. Okay. Ich habe dich immer das gesehen, du hast so ein prägnantes Gesicht, Bruder. Man vergisst das nicht so. Und dann habe ich dich so abgespeichert. Danke, wirklich. Und ich fand das so geil auch noch, die Sendung. Ich habe wirklich überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Es spielt ja mit den Gedanken, die viele Menschen haben. Und hier geht es nicht darum, um Nazis, sondern es geht darum, unter anderem, es geht darum aber, wie schnell wir Menschen, andere Menschen, diskriminieren. Mhm. Und damit rassistisch sind. Und das Ganze passiert halt eben zwischen den Zeilen, impliziert. Zigeunerschnitzel. Ich habe in dieser Sendung erst gecheckt, ey, Digga, das N-Wort hasse ich und N-Wort-Kuss, also, weißt du, dieses Ding, was ich damals ja selber so bestellt habe, habe ich ja dann irgendwann mal selber als kleiner Junge. Aber du sagst das N-Wort selber auch nicht? Oder nur so unter euch? Ey, ganz ehrlich, wenn ich Dr. Dre und so weiter höre, dann sage ich es ja jedes Mal. Ja, ja, aber ich meine so, wenn du mit Kumpels bist, die auch People of Color sind. Schwarz sind, ey, ganz ehrlich, People of Color, ja, okay, das kann man auch sagen, POC kann man auch sagen. Aber ich gehöre zu den Menschen, die sagen, aber guck mal, wie schwer soll ich es dem Gegenüber eigentlich noch machen? So? Okay. Dann gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ja, aber die haben uns das Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ja auch schon schwer gemacht. Und dann sage ich, aber dann gibt es ein Problem, weil wir kommen aus diesem Teufelskreislauf nicht raus. Wenn wir alle immer gegenseitig nur mit dem Finger auf uns zeigen, wer ist der Erste, der sagt, gut, eigentlich müsste ich jetzt den Finger auf dich zeigen. Geil. Aber weißt du was, lass uns doch mal zusammen an den Tisch setzen und irgendwie cool werden miteinander. Da habe ich dann zum Beispiel auch gemerkt, aha, Globalisierung ist ein Wort, mit dem der Bürger von links, rechts, der kleine Bürger eigentlich nie was mit anfangen konnte. Es ist cool, wenn Mauern und Grenzen eingerissen werden, aber auf einmal gibt es Gepflogenheiten und Kulturen, die so eng zusammenkommen, dass es für die andere Kultur nicht selbstverständlich ist, das zu sagen, was sie sonst immer gesagt hat. Krass. Ich meine das doch gar nicht so. Das habe ich doch immer schon so gesagt. Ja, ja, aber jetzt lebt der Mensch direkt neben dir und auf einmal muss man mehr darüber nachdenken, was man eigentlich. Oder deine Aussage hat so eine Reichweite erlangt, dass du halt einfach aufpassen musst, was du sagst. Es geht ja auch darum, guck mal, bei mir ist zum Beispiel, das habe ich auch im Podcast erzählt, ich bin halt mit den Jungs groß geworden. Weißt du, ich bin halt mit dieser Community groß geworden.
Und wir waren halt so unter uns, weißt du, die sagen selber zu sich, also ich bin Gypsy oder yeah, der yeah. Tänzername war Gypsy. Ja. Yeah. Und da kennt sie nicht, die Gypsy Kings. Genau, aber das war dann halt immer uns, unter uns Kanaken. Yeah. Weißt du, da war halt der Grieche war der Malaga, der Türke war der Dreckskanake. Aber es war halt so unter uns. Dann hat immer der Grieche gesagt, ey, du scheiß Türke, Alter, Kanake, komm mal her. Und so, dann hat er gesagt, halt's Maul, du Malaga. Dann sagt der eine, sei Zigeuner, komm mal, weil yeah. Alban, guck mal dich an, du Albaner. Aber es war halt unter uns eine Kommunikation, wo aber nie jemand, wenn jemand Außenstehendes das sagen durfte. Das sagen durfte, genau. Das war halt so untereinander ein Kodex. Aber zum Beispiel das N-Wort habe ich nie gesagt. Also habe ich nie gemocht. Auch so. Ich auch nicht. Vor allem, vielleicht habe ich es ganz früher gesagt, wo ich 12, 13 war oder so. Weißt du, so gerade so neue Gangster, Eazy-E und so gehört. Ja. Und, aber dann habe ich auch so Filme, wenn ich so Filme angeguckt habe wie The Butler und so. Kennst du den Film? Oder das hat mich kaputt gemacht. Der Butler ist ein ganz krasser Film. Ganz krass und das hat mich kaputt gemacht. Und ich finde es auch in der heutigen Kultur immer noch hart, dass es irgendwie sowas noch gibt, Alter. Auch bei uns Türken gibt es auch Rassismus. Ja, bei den Kurden gibt es auch Rassismus. Genau, untereinander. Ja, ich und glaube, bei den Italienern auch, bei den Griechen auch. Wir Menschen, wir brauchen keine Rasse, um zu hassen. Wir brauchen einfach nur Neid. Einen Grund. Genau, Neid. Und am Ende des Tages ist es Köln-Düsseldorf. Guck mal, die Kölner und die Düsseldorfer. Moment, warte ganz kurz. Über Köln lacht die Sonne und über Düsseldorf die Welt. Genau. Ja, zum Beispiel. Aber guck mal, Köln-Düsseldorf, die hassen sich, Alter. Warum? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Aber die sagen so, ja, wir hassen uns, die Kölner sind dumm. Aber es hat nichts mit Rassismus zu tun. Also es hat nichts mit einer Menschenrasse zu tun. Nein. Das sind die gleichen Deutschen. Oh, sie sind aus Düsseldorf. Wenn ein Kölner das hört, der ist jemand aus Düsseldorf. Du bist aus Düsseldorf. Oh, aus Düsseldorf. Der kriegt direkt den Stempel. Schickimicki. Vorbei. Der Kölner okay. Bei Düsseldorfer. Oh, ein Düsseldorfer. Also Düsseldorfer sind so Schickimicki, ja? Mm. Und der Kölner ist doch Messe. Der Kölner ist so. Bring doch eine mit. Stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zicke rum. Das ist wie ausländisch so. Geil. An der Ecke. Ey, hast du kein Geld oder was? Komm, was willst du trinken? Ich geb dir aus. Und hast du auch kein Geld? Geld, ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Ey, ich kann den Dialekt gar nicht. Also Kölscher Dialekt. Ich finde den so mega. Ey, du machst das richtig gut. Erstmal musst du mir eine Geschichte genauer erzählen. Und zwar, es muss einen Moment gegeben haben, wo du bei einer Veranstaltung vielleicht an dieser Stelle noch mal den Hinweis gegeben, dass Özcan nicht nur Kabarettist, nicht nur Comedian, nicht nur Moderator ist, sondern auch Breakdancer. Und mit Breakdance. Und bei irgendeiner Veranstaltung muss es zu leichten Verzögerungen gekommen sein. Und dann hast du einfach eine Stand-up-Nummer durchgezogen mit den kulturell unterschiedlichsten Furzen. Du hast einfach über einen Furz geredet. Ja, auch. Ja, stimmt. Stimmt, Bruder. Das war dann 2008 oder 2009 oder so. Da habe ich es auch noch auf Englisch gemacht, Bruder. Weil die Jury und so... Ha, international ja, gewesen? Ja, weil die Jury sind ja Amis. Und Franzosen und Japaner, Koreaner. Und die Zuschauer waren voll viel aus Frankreich, Japan. Ich habe auch dadurch immer so halt versucht zu hosten, so auf Englisch und ja. So, weißt. Yo, what's up, man? Yeah, yeah, what's up, what's up? Hey, next battle, motherfucker. Aber ich durfte halt nie Motherfuckers sagen, deswegen kam auch dann mein Spruch irgendwann Mother Brothers. Weißt du, ich habe dann immer gesagt, Mother Brothers, what's up, Mother Brothers? Weil dann ist hier keine böse das und geil. Das hört sich immer noch fett an, so, ja? Das ist geil. Ey, dann ist voll eskaliert, oh. Bruder. Zettel sind verloren gegangen. Oh, fuck. Jurybewertungen waren durcheinander. Die wussten irgendwann halt nicht mehr, was sie machen sollten. Und dann habe ich gesagt, hey, gib mal das Mikro. Dann habe ich das Mikro genommen und da waren bestimmt 800 Leute, also 1000 Leute. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, was geht ab? Heute kriegen die Gewinner 50 Kilo Schweinefleisch direkt in ihr Gesicht geschlagen. Und dann haben die Leute, weil die waren alle voll sauer, und dann haben die halt gelacht. Und dann habe ich gemeint, okay, wir machen jetzt ein Schweinefleisch-Battle. Und es ging nur noch darum. Ey, wir haben einfach so gelacht. Also ich habe so eine Stunde habe ich Freestyle überbrückt. Weil ich konnte das, weil ich früher diese Breakdance-Battles halt im Jugendhaus Mitte moderiert habe. Und da ist ja auch immer unorganisiert. Das Geile war halt, ich war nie im Fokus. Die Breakdancer waren im Fokus. Aber ich war eigentlich nur so ein Neutrum, was begleitet hat. Das war auch meine Intention. Aber du hast die Stimmung gemacht.
Genau. Du hast nämlich Initialzündung immer rausgehauen, dass die allgemeine Atmosphäre da war. Genau, Bruder. Weil ich war früher bei so Hip-Hop-Battles und da waren halt nur solche Moderatoren. So, yo, yo, man, what's up? Next battle, yeah, this is Dynamic Moves versus Incredible Syndicate. Give it up, motherfuckers und so. Und dann war es so, am Anfang ist cool. Aber so nach 4 Stunden Breakdance-Battle, wenn der sagt, okay, motherfuckers, hier alles crazy, dann sagst du, so, ey, sag was halt deine Fresse, Alter, was? Ja. Weil dann denkst du so, hey, cooler Typ, aber trotzdem, du machst keine Stimmung. Ja. Und der sagt halt zweimal, say yeah, und dann hast du auch keinen Bock mehr. Und ich habe halt versucht, das mit so Gags oder so irgendwie zu untermalen. Und ja, so hat das funktioniert. Der Veranstalter aus Düsseldorf, der war in der Jury, hat mich gesehen und hat gemeint, ey, dich brauche ich. Und dann habe ich gemeint, was? Und der so, dich brauche ich für Funkin' Styles in Düsseldorf. Ich wusste nicht, was es ist. Auf einmal komme ich da an, Bruder. Groß, groß. Bruder, also es war im Tanzhaus NRW. Ah. Full. So warten die Leute draußen. Wirklich, ich schwöre dir. Okay, krass. 500, 600 Leute so. Und nur krasse Typen. Weißt du, so Mr. Wiggles und so, Rocksteady Crew aus den USA und ich war so... Willst du mich verarschen? Ich schwör's dir, Bruder. Rocksteady Crew? Rocksteady Crew hey, und so. You, the Rocksteady Crew. Da war Fable da, Archie Burnett und so, Link, so Hip-Hop-Urgesteine, Alter. Die waren in der Jury und ich war so, ich komme an, gleich so, okay, Özcan, wir machen jetzt ein Briefing, hier ist ein Backstage, ich bin da. Wir machen jetzt 400... wir haben 276 Teilnehmer Kategorie Hip-Hop und dann musste ich so moderieren. Okay, Nummer 126, come on, give it up for my man, Kamikaze. Dann kommt Kamikaze, ein Minute. Next one. Modok, oh, drei Gott. Tage. Ich bin so nach Hause gegangen. Ja. Aber oh, es war Mann. Die geilste Erfahrung. Guck mal, bei uns war es im Breakdance immer so, du misst dich mit den Allerbesten. Weil dein Ziel war so, beim nächsten Battle ficken wir die. Das ist dein Lebensinhalt. Aber das ist Breakdance. Genau. Das ist der Tanz. Das ist das, was ich vermisse. Genau, das ist es. Geh mal in den Clubs, Alter. Wo ist der Kreis? Wo ist dieses? Da ist der Song. Alles klar, Leute. Jetzt können wir es machen. Und dann, wumm, ja. Kreis wird gemacht, weil du dann zeigen kannst, was du drauf hast. Papin, Laken oder was auch ja, immer. Das ist ja das Problem. Ich vermisse es, Alter. Bruder, das Ding ist, guck mal, es gibt Leute, die können inzwischen gut tanzen durchs Internet, aber die können nicht battlen. Die können nicht gegeneinander tanzen. Die sind so, die tanzen 5, 6, 7, 8, 1, so. Ja. TikTok, Choreo. TikTok. Ja, TikTok. Die machen so Choreos oder so. Ich war ja auch bei so Tanzveranstaltungen und so. Oder auch bei Let's Dance habe ich ja mitgemacht. Da waren auch so Commercial Dancer von denen. Stimmt. Die so im Background 2019 tanzen. Hast du genau, genau. Ja. Ich bin als Zweiter rausgeflogen übrigens, als Breaker. Scheiße, aber, Alter. Bruder, weil das ein was ganz, war da los? Nee, Bruder, ganz anderer Spirit für mich. Ich musste mir Choreos merken. Das Ding ist, bei Breakdance hast du keine Choreos, Bruder. Das ist so, hör die Musik, fühlst und gib ihm. Danach auf der Afterparty. Da war's. Bruder, da war's da gegen. Da hab ich alle gebattelt, Alter. Alle, ich war so sauer, dass ich rausgeflogen bin. Ich fick euch. Welcher Jahrgang bist du, Brudi? Ich bin ja noch älter als du, Brudi. Du bist älter als ich? Ja, danke. Ich wollte diese Reaktion von dir haben. Wallah, ich wollte diese Reaktion haben. Ich bin Baujahr 77, Alter. Krass, weil es gibt ja das Sprichwort. Das. Black Brothers and Sisters, you ain't seen their age. Nein. Welches? Morgenstund hat Gold. Was hast du gedacht, gell? Diese, jetzt kommt so. Jetzt kommt der mit Black und Crack und so Scheiße. Diese Halsmaul, Alter. Guck mal, Bruder, weil du hast ja zu mir gesagt, hey, mach mal eine Playlist, Alter, mit deinen Favorite Songs, ja, Brudi. Ja. Und jetzt halte ich fest, jetzt wirst du sowieso ein bisschen gucken. Weil, guck mal, was ich gemacht habe. Als Playlist, Alter. Nicht dein Ernst! Hab ich dein Gesicht genommen. Wie geil ist das denn? Du bist der Beste! Und ich habe direkt Mariah Carey genommen, Alter. Without you. Weil ich schäme mich auch nicht dafür, Bruder. Ich habe Mariah Carey. Ich habe eine Zeit lang, habe ich jeden Tag von morgens bis abends nur Mariah Carey gehört. Als Typ. Und gerade so, ey, Moruk, ja, ich bin überhaupt Türke nicht, und so weiter. Ich bin überhaupt nicht so, du Bruder. Sagst so, ich liebe Mariah Carey. Natürlich, ich liebe sie übrigens auch. Aber die Faszination damals, als auch das erste Lied von ihr rauskam. Without you. Das ist das. Zeig ihr, damit sie, ist sie berühmt geworden. Ja, okay, Living Without You. Okay, vorbei. I can't live. I can't live. Killer, Bruder. You. Richtig Killer. Und damals war ich so verliebt, Bruder. Richtig, I can't live. Can't live.
mal, mit der Mucke bin ich groß geworden, Bruder. Ja. Das ist so, damit hat mein Leben angefangen. Wenn Sperrmüll war, war für mich Weihnachten.